Was geht ab, Leute? Willkommen zur Home Gym Equipment Review Teil 2. Und heute soll es mal um die verstellbaren Kurzhanteln gehen. Ich weiß, dass viele sich besonders in Home Gym Gruppen auf Facebook und sonstiges darüber informieren, wieso der Unterschied zwischen verstellbaren Kurzhanteln ist und den Kompaktkurzhanteln. Kompaktkurzhanteln sind diese Stückelungen, die ihr auch in den Gyms findet. Und ich habe dazu eine coole Meinung, denn ich habe beides ausprobiert. Das heißt, coole Meinung. Ich habe auf jeden Fall eine eigene Meinung, sagen wir es mal so. Und hab vieles gelesen darüber und habe mich dann entschlossen, diese Dinge einfach zu kaufen. Und habe es nicht bereut. Und ich sage euch jetzt warum. Komm mal hier rüber. Ich habe hier einen stabilen Kameramann, Frau. Mann, Frau. Bruno, der Kamerafrau. Und ja, Leute, hier sind diese Profi-Hantel X36, heißen die Teile. Wenn ihr mal so von oben drauf gucken könnt. Hier haben wir so einen stabilen Verschlussmechanismus. Den lockt ihr an beiden Seiten auf. Und dann könnt ihr das hier drehen und seht dann, okay, hier sind irgendwelche Zahlen. Und diese Zahlen stehen halt für Kilos. Und wir machen mal direkt 2 Kilo rein, weil ich so stark bin. Hier nehme ich mal wieder die Kamera. Auf jeden Fall, wofür brauchen wir diese 2 Kilo Dinger jetzt? Ich zeige euch das mal. Stabil. Komm mal her, füll mal diese Hantel. Ihr seht, das Ding hier, was in meiner Hand liegt, das ist alles Plastik, das ist Hartplastik. Hier ist gar nicht so sehr die Sorge, dass das irgendwie kaputt geht oder so, weil ihr habt hier so einen stabilen Mechanismus, wie ihr seht. Hier lockt ihr das Ganze aus, könnt das dann hier so drehen und lockt das dann wieder ein. Und dann ist verschlossen. Die Sorge ist hier gar nicht, dass das diese 36 Kilo nicht trägt, sondern für mich ist die Sorge hier, beziehungsweise das, was mich als einziges wirklich nervt, dass dieser Griff aus Plastik ist und dadurch sehr, sehr rutschig ist. Ja, ihr habt nicht dieses geile Gefühl dieser Riffelung in der Hand, die ihr sonst halt im Gym habt. Aber 2000 Jahre später. Ihr könnt sicher sein, Leute, das Kriterium, was die meisten Leute so haben, dass diese Dinger sehr klobig sind. Wie ihr seht, hier ist der Nachteil wieder. Ihr habt immer so eine Scheibe irgendwo. Ja, wenn ihr halt 36 Kilo habt, dann habt ihr die ganze Stange voll. Das heißt, ihr habt immer irgendwie auch bei Curls das Problem, dass das hier vielleicht am Körper nicht vorbeikommt oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, mich juckt das gar nicht. Also mich stört es wirklich null. Denn es ist gar nicht so klobig. Also ich bin selbst ein relativ kleiner Mensch. Ich glaube, jemand, der 2 Meter groß ist, wird da noch weniger Probleme haben. Aber selbst beim Curlen hier, ich weiß nicht, am Körper vorbei. Ja, ihr könnt jetzt nicht irgendwie hier so curlen. Aber ihr könnt ja immer noch Hammer-Curls machen. Und ihr könnt ja euch ein bisschen einfach vorlehnen. Ja, ansonsten Concentration-Curls gehen damit. Und ich habe auch keine Ahnung, wer mit Kurzhanteln curlt. Das ist voll Müll für mich. Ich finde das richtig scheiße und deswegen stört mich das auch nicht. Viele stört es dann natürlich, dass wenn sie beim Bankdrücken angeblich eine zu lange Kurzhantel haben. Haben sie eigentlich gar nicht. Das sind jetzt natürlich nur nach Gefühl, aber die sind ungefähr so lang wie 30er Kurzhanteln. Und jeder weiß, dass 30er Kurzhanteln nicht besonders lang sind. Das heißt, ihr habt bei jeder Übung irgendwie, die ihr macht mit Kurzhanteln, sei es Bankdrücken, Flachbankdrücken, Kurzhantel, Schrägbankdrücken, was auch immer ihr für Drücken macht, zwar immer eine relativ lange Hantel, aber die ist jetzt nicht exorbitant lang. Also sie ist jetzt nicht irgendwie so lang wie eine 50er Kurzhantel. Deshalb, ja, ist ein cooles Ding. Ist sehr, sehr praktisch, weil ihr halt schnell verstellen könnt. Ich hatte auch ein Set Kompakthanteln, habe sie aber abgegeben, weil es mich einfach genervt hat. Das ist schweineteuer. Ne? Ihr müsst ja jedes Mal neu Gewicht kaufen. Und hier kauft ihr das halt einmal. Die Dinger haben jetzt 440 Euro gekostet. Kein Placement an der Stelle. Kann man machen, ne? Ich weiß, es gibt dann noch die Bowflex und dann gibt es die Iron Master und die sind dann alle aus Metall und bla bla bla. Ihr dürft die halt nicht fallen lassen, ne? So, weil es Plastik ist, weil das könnte brechen. Theoretisch hier diese Verstellungen, die hier drinnen sind, könnten theoretisch brechen. Ich habe mit Profi-Hantel telefoniert, mit dem Vertrieb, mit dem, weiß auch immer, das ist der Händler auf jeden Fall. Er sagte, in 2 Jahren, seitdem die das jetzt verkaufen, ist noch nie sowas vorgekommen. Leute, seid einfach vorsichtig und jeder, der Kurzhanteln fallen lässt, hat irgendwie einen Dachschaden. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Ihr könnt alles damit machen. Abonniert meinen Kanal, kauft alles über meinen Link. Ich habe zwar keinen Link, aber kauft trotzdem über meinen Link. Geht zu Rewe Kasse und sagt mit Code Alex 10, 10% sparen. Macht's gut, Leute.